Was geht's, liebe Leute? Hier ist wieder euer Crush für die Vegetinerin zurück bei Let's Play Mario Golf Super Rush. Im letzten Part haben wir es nun geschafft, das Goldabzeichen zu erlangen. Ja, und damit fehlt uns nur noch ein einziges Abzeichen und dann sind wir mit der Story durch. Klasse, Equals! Hiermit bist du stolzer Besitzer eines funkelnden Goldabzeichens. Du darfst nun Berg Puderhut betreten. Ich weiß zwar nicht genau, was du dort oben so Schönes vorhast, aber ich wünsche dir trotzdem gutes Gelingen. Pass auf dich auf! Tja, ich will generell hier zur Golf-Legende werden, als auch gleichzeitig gucken, dass, so, wo muss ich da rein? Also schon da rein. Als auch gleichzeitig, dafür sorgen, dass, was war da nochmal los? Ich glaube, irgendein bösartiger Schneemann sollte nicht mehr erwachen. Und Bowser wird dabei noch, Bowser war dafür verantwortlich, dass er zum ersten Mal gestoppt wurde, weshalb er als Held gefeiert wird. Aber was niemand weiß, Bowser ist eigentlich gar kein Held. Und Alter, ich wusste nicht, dass ich hier noch Räume betreten kann. Wenn Bowser seinen Fernburg oben auf dem Berg besucht, schmilzt jeder Schnee dort in Sekunden weg. Gestern noch weiße Pracht und heute zack, ein schneefreier Urlaubsvulkan für Bösewichte. Aber momentan ist Bowser oben und trotzdem ist alles voll mit Schnee. Keine Ahnung, was sich da wohl gerade abspielt. Es ist also alles voll... Oh oh. Also der Schneemann erwacht wieder und kann selbst die Lavakälte... solchen Gründen auch immer über... also auch noch überbieten. Ganz ehrlich, ich habe irgendwie ein richtig mummiges Gefühl. Wieso? Na, Bowser hat doch oben auf Berg Puderhut eine Ferienburg, wo er manchmal ein paar freie Tage verbringt und so. Und eigentlich sollte er im Moment gerade dort sein, aber dann sollte da oben kein Schnee liegen. Bowser macht das Feuer. Es macht das Feuer, es lässt nämlich selbst schlummernde Vulkane aktiv werden und dann schneit es natürlich nicht. Wenn wir also annehmen, dass Bowser gerade wirklich auf dem Berg ist, dann ist da was furchtbar faul. Allerdings. Ich wollte eigentlich hier raus. Aber ich hätte einfach nur zur Tür hingehen. Ich vergesse es immer, dass ich einfach nur zur Tür hingehen muss. Ich brauche nicht extra, was ist das jetzt für ein Wartebereich? Ist das überhaupt ein Wartebereich hier? Ich glaube, das ist ein Büro. Mai würde bestimmt wieder für schönes Wetter sorgen, aber wer weiß, wo der ist. Vermutlich muss er wieder Schurken bekämpfen. Der Zugang zu Puderhut ist gesperrt. Im Moment tobt da ein garstiger Schneesturm. Wir können niemanden durchlassen. Es ist gar nicht lange her. Da war er noch ein glutspeiender Vulkan, auf dem Bowser herrschte. Und das macht es weniger gefährlich, dorthin zu gehen? Ganz ehrlich. Ach, wir müssen eh hier lang, ha? Huh? Na gut, aber hier haben wir schon mit den Toten noch nicht komplett palabert. Merkt man auch mal den... an der Sprechblase. Aber ich wollte was noch bezüglich Puderhut erwähnen, ne? Ja, aber wirklich, der muss so eine extreme Kälte, über so extreme Kälte verfügen, dass selbst Lava dabei erfriert oder dass es selbst bei Lavahitze noch schneien kann. Da muss er wirklich heftige Eismagie dahinter stecken. Was auf Berg Puderhut? Als Koffer hat man im Moment aber herzlich wenig zu tun. Schon gehört, die echten Profis pilgern der Zamt und Sonders zum Wetterwaldkurs. Wobei das Wetter dort derzeit leider recht unangenehm ist. Normalerweise regnet es zu dieser Jahreszeit nicht so viel. Naja, wenigstens sind wir nicht die Einzigen, die unter Extremwetter zu leiden haben. Ich sollte trotz des Regens mal hin, wo doch so viele Promis den Kurs bevölkern, die man ein Autogramm bitten könnte. Promis, ha? Huh? Na gut, also ich musste anscheinend mit dem Tod reden und jetzt müssen wir... Ah, hier geht's zum Berg Puderhut. Da können wir also zum nächsten, also zum letzten Bereich. Ach du Heiliger. Hier ist ja alles grau und... tatsächlich. Hier sind sogar... Ist das ein Goomba eingefroren? Sehe ich das richtig?
Ganz wie ich befürchtete, die Stadt ist völlig überfroren. Das kann nur das Werk des bösen Schneekönigs sein. Ja, okay, Schneekönig weiß. Warum komme ich eigentlich auf Schneemann? Achso, ja, weil ich glaube, wir haben schon ein Bild von ihm gesehen. Ich weiß es gerade nicht mehr. Ist schon ein bisschen her, seitdem ich gespielt habe. Und ja, Entschuldigung, dass es jetzt so spät kommt. Aufräumarbeiten waren bei mir angesagt in der Wohnung und ich, und andere Real-Life-Stuff, wo ich dann vorher noch nicht so wirklich zum Aufnehmen kam. Ich muss wirklich gucken, dass ich bald wieder einen Vorrat zusammenbekomme, sodass die Videos wieder pünktlicher kommen. Und auch konstant pünktlicher kommen. Aber irgendwas zu Puddert wollte ich noch sagen. Ja, bezüglich dieser Ferienburg. Wundert mich, dass Bowser sich das überhaupt noch leisten kann, nachdem Mario schon so viele seine Burgen zerstört hat. Wo kriegt er überhaupt das Geld her? Lässt er seine Armee das ständig stehlen, oder wie? Und wie bezahlt er seine ganze Armee? Ich weiß, er ist König der Koopas und möglicherweise durch seinen durch seinen royalen Status hat er schon eine ganze Menge an Kohle zusammen, von vornherein zusammen. Aber, ganz ehrlich, da müsste er schon bald pleite werden, nachdem Mario und die anderen immer wieder sein Play mit euch kreuzen und dabei seine Burgen teilweise. Manchmal auch seine Burgen zerstören. Kennen wir zum Beispiel auch bei Mario und Luigi Superstar Saga. Was ist... Ernsthaft? Ich habe jetzt keine Zeit für ein Update. Ich hoffe nur, das stört jetzt gerade nicht die Aufnahme. Moment, ich muss es mal angucken. So, mit der Aufnahme ist noch alles in Ordnung. Aber, ja. Sollte ich vielleicht nicht hinterfragen, ist halt Videospiellogik. Nintendo wird sich wahrscheinlich eh nicht darum scheren, das zu erklären. Generell bei Nintendo kann man ja nicht wirklich immer gute Storys erwarten. Also nicht, wenn's wirklich bei Mario spielen. In den meisten Fällen, sagen wir es mal so, weil es gibt ja wenige Ausnahmen, kennen wir ja. Hui, ihr Golfer hier bei uns? Kommt echt nicht mehr oft vor. Das liegt sicher daran, dass hier alles mit Schnee und Eis überzogen ist. Bitte, du willst helfen? König Bowser würde sicher keine Hilfe annehmen. Leider wird er nun schon ewig seinen Dauerschlaf. Naja, wenn du uns irgendwie helfen kannst, Eiszeit beizukommen, wäre das ja nicht verkehrt. Lass mich mal überlegen. Hey, ich hab eine Idee. Du könntest doch vielleicht das Feuer in der Stadt mit dir wieder entzünden. Dann wird's hier sicher ein paar Gretchen angenehmer. Glaube ich auch. Recht hat er, Goomba. Mit der Macht des Feuers sollte es dir gelingen, die Flamme wieder zu entfachen. Lass sie uns suchen. Ja, und der Rennweg ist scripted natürlich hin. Und ja, tatsächlich sind wirklich einige eingefroren. Der Hammerbruder, der Pickelkäfer und der Spike. Ach nein, plötzlich Spike. Wie hießen sie nochmal? Käfer oder Stachelkäfer in allgemeinen? Jedenfalls die Gegner, die Lakito immer auf uns wirft. Dies ist es, was wir suchen. Wohlan, verwecke die Flamme oder löse den Berg Bruderhut aus den Winters eisigen Griff. Ja, hoffentlich hilft das. Oh, tatsächlich! Und wie das hilft. Zum Stampfstiefel nochmal. Also, der wurde mal geklappt. Ist echt klasse, Kältekiller. Gute Idee von mir, was? Ja. Na gut. Jetzt können wir hier mit allen paar labern. Jetzt haben wir sie auch alle enteist. Von dem hier, das ist ein Sumo-Bruder, oder? Als die Stimmen angriffen, da trug er obendrein ein richtiger Stichter. Da hat er selbst bei seinem Schulden keine Chance. Daher hat der junge Meister sich vor kurzem aufgemacht, um Hilfe zu holen. Tja, Hilfe ist schon da. Du hast uns aus dem ewigen Eis befreit. Vielen, vielen Dank. Gern geschehen. Der Schneekönig hat selbst die Männer geschickt, um uns anzugreifen. Wir leisten ihnen Widerstand, so gut wir konnten. Doch sie sehen uns allmählich einfach aus auch überlegen. Der
Kurs auf dem Bowser-Vulkan wurde speziell als Austragungsort für feurige Showdowns im Duell gegen Mario konzipiert. Gerade hatten wir die feuervollen doppelten Böden fertig gebaut und dann das. Tja, eure Pläne werden dieses Mal noch von jemand von einer Macht außerhalb, also mal von einer ganz anderen Macht. Also eure Pläne werden mal, also Bowsers Pläne werden mal durch jemand anderen durchkreuzt. Welch Ironie. Durch jemand anderen außer Mario und seiner Gang. So höre ich dem, so spüre ich immer so viel Vibrationen. Wahrscheinlich wenn es sich durch das Gras bewegt, dann vibriert mein Controller wieder wie verrückt. Okay, durch die Türen kann ich eh nicht. Wer schuld ist der König Bowser aus der Ausschlaf? Blumen, genau gesagt. Blumen, nein, kein Witz oder so. Als es hier wärmer wurde, blühte überall Blumen auf. Und Bowser Jr. hat seinen Vater einen Strauß davon gepflückt. Nicht viele wissen es, aber der Kleine kann ganz lieb sein, wenn er will. Und Blumen hat er total gerne, nein, ehrlich. Aber dann halt Bowser kräftig einen Strauß geschnüfft und zack, schon lag er auf der Pritsche und hat keinen Mucks mehr gemacht. Dann wurde er plötzlich eiskalt und sogar die... sogar die Blumen sind weggefroren. Bowser Jr. hat es vielleicht lieb gemeint, aber nun ja. Es ist Bowser Jr. immer wieder für das Schlamassel verantwortlich. Wenn auch unbewusst, genauso wie in Super Mario 3, also genauso wie in Bowser's Fury zuletzt. Oh Gott. Warum muss man jetzt in letzter Zeit immer Bowser Jr. für irgendwelche Schwierigkeiten verantwortlich machen? Diese blöden Blumen, wer aus nächster Nähe an Schnuppert hat, ist eingeschlafen, aber die Versuchung war groß, so sie doch so dufteten. Erneut, der Schneemann ist keine große Gefahr, aber wenn mehrere davon einer von allen Seiten mit Schnee beschießen, ouch. Wenn die Zeiten hart sind, gibt es vernünftige Ernährung, die Kraft alles durchstehen. Unsere Spezialitäten stecken volle feuriger Anregung der Gewürze, einmal ordentlich zu, und es heißt Golfen statt Gähnen. Und das heißt scharfes Essen, wovon ich kein Fan bin. Also nein, danke. Ich meine, es ist gut für die Verdauung, aber es brennt im Hals und im Mund. Und da braucht man dann wirklich viel Flüssigkeit, um das wieder ein bisschen abzukühlen. In der Stadt ist taktisch schon mal alles wieder in Ordnung. Wenn nun bloß doch König Bowser aufwachen würde, wäre es dem blöden Schneekönig endlich heimzahlen. Der Schneekönig hat aus Berg Puderhut seinen Stützpunkt gemacht und will uns nicht in Ruhe lassen. Wenn auch nur König Bowser nicht diesen blöden Schlaf gefallen wäre, dann hätte der fiese Schneekerl das nie geschafft. Würde König Bowser doch durchaus ein schlimmer erwachen, dann könnte er mit den Schneekönigin eine Pranke zermatschen. Tja, oder ihn einfach nochmal schmelzen. Ich meine, das hat er ja schon mal gemacht, wie er in den Spiel erzählt wurde. Und unbewusst wurde er dadurch zum Helden. Obwohl er das ja eigentlich nicht gern, obwohl das eigentlich alles andere als ein Held ist. Er ist ja selber ein Superschurke. Naja, er hatte auch seine Heldenmomente gehabt und die macht er wirklich gut. Und was ich nicht schon erwähnt habe, er könnte sich, es wäre mal gut, wenn man ein Spiel, also wäre mal gut, wenn man ihm so eine Charakterentwicklung geben würde, dass er mal anfängt, von einem Antagonisten zu einem Helden zu werden. Und dass jemand anderes die Hauptbösewichtsrolle übernimmt. Ich meine, ganz ehrlich, es gibt ja schon so Fan-Werke, die ich ja mal gesehen habe. Und die sind wirklich cool. Und würden wirklich ganz gut passen. Und würden auch dem Franchise etwas Abwechslung bieten, würde ich mal sagen. Aber Nintendo wird das wahrscheinlich nicht so machen, weil wenn, dann höchstens immer temporär. Und dann verfällt Bowser wieder den Bösen, wie wir es kennen. Es sind so viele von uns plötzlich eingeschlummert, König Bowser. Ja, konnte dem Angriff kann ich ja schon leisten. Wir sind zwar eiskalte Schurken, aber uns zu übergroßen Eiszapfen zu machen, ist schon irgendwie eine Frechheit, wie ich finde. Naja, das war auch, das ist eigentlich auch wirklich übertrieben. Muss ich schon zustimmen. Die Schneekönig haust du jetzt tief im Inneren des Berges, König Bowser.
Das Privatgolfkurs ist der einzige Weg, der dorthin einführt, aber nun ja, der Kurs war eigentlich als Falle für Mal gedacht, da er ist auch voller Lava und Bomben und ähnlichen Gemeinheiten und keinem von uns will es gelegen, da durchzukommen. Da ist man mal spielen in Drucksituationen. Ja, jetzt bin ich mal gespannt, wie das durchstehen kann. Kann ich hier was kaufen? Ah, hier kann ich mir die restlichen Gegenstände kaufen. Sehr schön. Ich müsste genug Geld. Ja, ich habe bestimmt jetzt genug Geld für alles. Das Wärmeoutfit. Und die Winterschuhe. Das letzte Outfit. Und jetzt auch hier die letzten Golfschläger, die es zu kaufen gibt. Es sei denn, es kommt dazwischen noch ein Bereich. Vielleicht im Postgame, wo es noch andere Sachen zu kaufen gibt. Hier erstmal ein blauer Panzerholz 3. Ein Gamba Hybrid 3. Und schließlich Eisbruder Approach Wedge. Das wär's. Wir haben alles aufgekauft wieder. Dann rüsten wir uns mal wieder neu aus, ne? Zuerst mal hier die Winterschuhe. Ja, sieht gut aus. Passt gut. So. Tun wir mal den Lobwitch. Lobs müssen wir eigentlich auch so spielen können, hoffentlich, ne? So, und was haben wir hier noch bekommen, ne? Ein Eisen haben wir bekommen, ne? Das war's, glaube ich, nicht. Und das war ein Hybrid, ne? Ja. So, hier, der Goma-Hybrid. Und jetzt noch hier ein Holz. Und schließlich, wir haben doch mehr Schläger. Wo ist denn der letzte? Was habe ich denn noch bekommen? Ich weiß, dass ich mehr Schläger... Ich habe noch einen dritten Schläger, aber wo ist der? Von dieser Gegend. Warte mal. Ich muss das mal angucken. So. Also, ich habe ein Holz und ein Hybrid. Und der Wedge. Ah. Holz und Hybrid. Ja. Okay, ich hab... Wo ist denn der andere Hybrid? Und hier das Holz. Okay, habe ich auch schon ausgerüstet. Okay, okay. Holz, Hybrid und was noch? Ein Wedge, das letzte? Holz, Hybrid. Hybrid und Wedge. Ja, okay. Ja, habe ich schon alles ausgerüstet. Okay, dann sind wir halt schon mal ausgestattet für diesen Kurs. Können wir dann loslegen. Seine Grassigkeit durchschlummert, wird der Schneekönig stärker und stärker werden. Stärker als wir alle zusammen. Und dann legt er uns ja alle aufs Eis. Hast du eine Vorstellung, wie kalt dein... das so als Grippe werden kann? Ich wundere, dass du das überhaupt noch verspüren kannst, weil du bist eigentlich tot. Du bist eigentlich ein Zombie. Den Gipfel des Bowser-Vulkans schmückt eine riesige Statue. Seine Wuchtigkeit sorgt für Atmosphäre. Auf diese Kurs muss man hin, Loch mindestens ein Spieler der Gruppe paar oder besser spielen, sonst fliegt ihr alle raus. Wow. Ernsthaft? Man muss also mindestens paar spielen bei... Alter, also wenn ich das vom Lasse, darf es mein Paar... Dürfen es die an... Dürfen es... Also wenn ich das Paar vermassle, dann...
Ja, muss ich mich darauf verlassen, dass die anderen mindestens ein paar schaffen. Also, dass einer von den anderen das schafft. Ein Zentimeter haben wir auch. Für jeden Schlag. Und zwar eins, das sich gewaschen hat mit Lava und Magma mindestens. Shit. Das könnte also jetzt heftig werden, wenn ich bedenke, wie bei... Wie ich... Wenn ich daran denke, wie das letzte... gelaufen, also das letzte Spiel im Wetterwald gelaufen ist mit Zeitlimit. Da hatte ich schon meine Probleme am Anfang. Wer die ersten drei Löcher auf dem Bowser-Vulkan übersteht, der gelangt ins glühende Herz des Vulkans. Sogar der Schneekönig kann dort kein Eis hinzaubern, also dürfte der Kurs ziemlich unbereit sein. Okay, gut zu wissen. Also seine Eismagie reicht noch nicht mal für einen Vulkan direkt. Das ist gut zu wissen. Bitte, in einer schlimmen Lage, wie dieser, willst du drauf spielen? Ja. Ich hoffe, es wird heute gleich aus der Bälle bringen können, lust auf nichts. Aha, da fällt mir ein, ich habe da auch jemanden gesehen, der auf dem Platz spielen wollte. Ja, keine Ahnung, voll lauter Schnee. Danach konnte ich es nicht genau erkennen. Was? Wer wollte denn noch spielen? War das Mario? Wahrscheinlich. Bergpuderhut ist eigentlich ein Vulkan, der seit Ewigkeiten vor sich hin schlummerte. Aber König Bowser, feuriges Temperament hat ihn wieder erweckt, mit vollen Flammen und riesigen Lavaströmen. Nur ist auch der Vulkan wieder still, seit unser Chef auch schlafen gelegt hat. Der Schneekönig hat dort sein Reich auf Eis erbaut. Wir können alle nur hoffen, dass er der Trächtigkeit bald wieder aus seinem Schlummer erwacht. Dann fliegen hier nämlich die Flocken. Zum Schneekönig gelangt man ja über König Bowsers Golfkurs. Doch der ist so schwierig, den kann keiner von uns überwältigen. Es gibt auf diesem Kurs komische Bereiche, die als schnelle Fairways bezeichnet werden. Und das zu Recht. Aus irgendeinem Grund wollen die Bälle dort nämlich gar nicht so richtig aufhören zu rollen. Das macht es echt schwer, viel zu weit zu schlagen. Okay. Dann muss ich auf... Das ist ein guter Tipp, da muss ich aufpassen. So. Ich glaube, jetzt habe ich mit allen palavert, ne? Dann können wir mal uns an diesen... Holst du dich mit einem Laubbeutscher aus, ehe du dein Werk fortsetzt mit Dünkt, du wirst gute Verwendung dafür finden. Also muss ich einen Laubbeutsch haben? Na toll. Ich dachte, ich könnte auch mit anderen Wedges noch Laubs ausführen, aber das geht anscheinend nicht. Toll. Na gut. Dann muss ich wohl auf den Eisbrüt. Oder es gibt hier vielleicht einen Schläger, auf den ich verzichten könnte, bei den anderen. Ich habe insgesamt 7 Schläge. Ach, ich habe... Richtig, ich habe... Moment. Ich brauche den GP Driver. Ich habe 1, 2, 3, 4. Und ich brauche den Blitzhybrid nicht, auch wenn der jetzt weniger. Auch wenn er jetzt weniger Schlagkraft hat, aber ich kann die Schlagkraft immer noch bestimmen. Okay. Jetzt muss es passen, ne? Kein Kaufkurs ist noch nicht offiziell eröffnet, also dürfte aber die ersten Löcher spielen, die zum Gipfel führen. Im Loch muss ein Spieler pro Gruppe mit Paar oder besser abschneiden, sonst scheidet der ganze Gruppe aus. Wenn es bei einem Schlag Asylum überschreiten wird, dies mit einem Strafschlag geahndet. Bist du bereit? Auch das noch, also bei jedem Schlag auch noch ein zusätzliches Zeitlimit. Brrr. Da muss man also sich beeilen. Na gut. Ich gebe mein Bestes. Viel Glück. Wario, was will der denn jetzt hier? Wahaha. Hey, kurzer Freund des Weges, hä? Was wollt ihr zwei denn? Glaub nicht, du gehst uns durch die Lappen. Du bist was schuldig, nachdem er uns in Dünenwelt das letzte Tropfen Energie abgezapft hat. Bin ich das? Ich war zuerst benebelt, aber jetzt ist mir
Klar wie Knoblauchkakao. Knoblauchkakao? Das gibt es? Ich mag an sich mit Knoblauch zubereitete Sachen. Und auch Knoblauchsuppe. Aber Knoblauchkakao, da stehe ich mir ekelhaft vor. Was, sie macht es vor uns und wir nicht. Und das passt mir nicht. Keiner zapft uns ins Haft, aber lässt uns dann... Was hatten wir? Zwei hohlköpfige Marionetten. Oder Marionetten. Hahaha. Witz gemacht, selbst gelacht. Wenn du dachtest, du wärst uns los, hast du dich ebenfalls geschnitten. Du bist uns jetzt. Ist das klar? Ewe? Wie willst du wissen? Na, ich sag's dir. Du und deine lustigen kleinen Vermacht. Ihr zwei beide führt uns. Zwei beide zum Schatz von Berg Puderhut. Hä? Den haben wir uns nämlich unrichtig verdient. Jetzt kannst du die Macht des Feuers mal ordentlich zum Glühen bringen. Und zwar für uns. Also spielt ihr mit mir. Genau, das ist der Plan. Ein guter Plan für uns zum Schatz. Dann sind wir quitt. Der Schatz, nachdem die Tonic gute Trachten ist derzeit nicht so wichtig. Vielleicht sollten wir den beiden gönnen, so dies hier Mütchen kühlt. Tja, hätte schon gerne mal gewusst, was dieser Schatz überhaupt ist. Tief in diesem Berg soll eine gewaltige Kammer voller Goldmünzen versteckt sein. Wie du einst hörte, darauf sind die Schurken wohl aus. Oh! Ob niedere Motiv oder nicht, ihr Weg ist derselbe wie der deinige. Ein Pakt zwischen den Hellen und den Halunken scheint mir der klügste Griff. Na schön. Hey da, fürst du Selbstgespräch oder was? Weiß auch nicht, uns zu vergackpiepeln. Vergackpiepeln? Was ist das denn für ein Wort? Hier geht's um fette Laden und Münzen. So, wer hast du wohl kapiert? Also hilfst du uns dann? Hör mal die Frage bei André. Du hast zuvor, haben wir dir geholfen, als bist du in der Reihe. Auf geht's zum Schatz. Haha! Wow, was sagt man dazu? Bist du plötzlich richtig einsichtig? Gut, dann mal Abmarsch. Dann mal los! Okidoki. Na schön. Dann nehmen wir die beiden halt mal mit. Die Frage ist, können wir diesen Schatz eigentlich auch so erreichen? Oh mein Gott, das ist wirklich ein komplettes Eisfeld. Okay. Da ist das Ende. Dann mal los. Was? Auch das noch! Hier sind auch Schneemänner von Super Mario 64, die uns mit Schneebällen beschießen. Ja, diese extra kalten Klöpse decken uns mit Schneebällen ein. Diese riesen Frostballen kann man mein Ohr golfen, ohne gleich von einem Schnee skimblässig zu werden. Ich sag's euch, wenn die Pulverköpfe den Putz vermissen, dann packe ich das Salz aus, wenn hier nur irgendwo welches wäre. Kurze, ich hab ne Idee. Lass uns die Bob-Oms auf die Kerle holzen. Wollen wir mal sehen, ob sie dann so cool jetzt sind. Und du, Schwerteklau, du hilfst uns dabei. Schwind die Haxe und mach meine Runde nützlich, klaro? Und? Okay. Okay. Natürlich mit Speed golfen. Achso, ich dachte, ich könnte die... Dabei sind die ein Hindernis hier für mich. Okay. Am besten wegziehen von den... Von diesen Eispokey. Oder ich könnte sie auch so... Oh shit, Bob-Oms. Bloß aufpassen. Och nö. Na, die werfen mich da auch damit. Okay. Wie sieht's aus? Kann ich noch ein paar machen? Ja. Ich muss aufpassen.
Come on. Ah, shit. Tja. Das wird nur ein Bogey. Nicht gut. Wie schaut's mit den beiden aus? Wahrscheinlich schaffen die das auch nicht. Tja, damit fliegen wir schon in der ersten Runde raus, ne? Alter, wie Wario so aufstapft. Bin ich wieder Football-Chuck. Oh, Wario hat's geschafft. Wow, was? Luigi hat sogar noch ein Birdie? The hell? Wow.